göttlichen Fanfarenbläser. Und die jugendlichen Schildträger. Das Torvolk zu Kaltenberg, hier sind die Kämpfen, die in diesem Turnier ihren Mut, ihr Können und ihr Geschick unter Beweis stellen werden. Begrüßt zunächst unseren verehrten Gast, den Grafen Wulfric. Wulfric, der zusammen mit König Tankred aus dem Nachbarland gekommen ist, um Ruhm zu erwerben und in ehrlichem Kampf zu streiten. Wulfric, den Bezwinger, nennt man ihn in seiner Heimat und im Waffen. Trägt er einen wilden Keiler. Und nach ihm trifft Ritter Einwald ein. Auch er ist hier, um im Turnier zu streiten, der Pegasus. Ziert seinen roten Rock, denn wie es heißt, ist sein Ross so schnell wie das berühmte fliegende Pferd. Gebet mächtig Applaus, Ritter Vollmer. Es ist kein Zufall, dass er einen Drachen in Waffen trägt, denn einen solchen hat er mit dem Schwert erschlagen. Und es heißt, dass er in Drachenblut gebadet habe, auf dass er unbesiegbar sei. Auf eventuell herabfallende Lindenblätter hat Ritter Vollmer hoffentlich geachtet. Ihm folgt Ritter Siebold. Er trägt einen Drachen auf der Brust, wild und feurig. Wir wünschen euch viel Glück, Ritter Siebold, und eine zielsichere Lanze. Doch nun begrüßt die Ritter unseres guten Königs Reginald. Den Anfang macht der Ritter von der fernen Meeresküste, Herr Gerold. Ein Leokamp ziert sein Wappen, ein geheimnisvolles Tier, halb Fisch, halb Löwe, das Herr Gerold eigenhändig bezwungen hat. Ja, wer solchen Kreaturen mutig ins Auge blickt, Ritter Gerold, der ist uns in Kaltenberg stets herzlich willkommen. Ihm folgt Ritter Hartung. Er sinnt darauf, auf Adlers Schwingen durch dieses Turnier zu fliegen, seinem Wappentier gemäß. Sein Schwert ist hart, seine Lanze flink und sein Mut wird weithin gerühmt. Begrüßt doch ihn, Männer, Frauen, Kinder und Kegel zu Kaltenberg. Und hier kommt Ritter Dietmar. Ein Haudegen, wie er seinesgleichen sucht. Das Greifen von der Beat verbreitet es unter seinem Gegner Furcht und Schrecken. Und schließlich der erste unter den Königsritter. Hier ist Asensio! Aus Verbundenheit zum Königshaus ziert sein Wappen die königliche Linie. Das heißt, ist Alexius nicht nur unserem guten König Reginald treuer Diener, sondern auch seiner Tochter Elinor. Sondern Auge auf ihn geworfen sein, aber das sind natürlich alles nur Gerüchte. Aber Gerüchte sind das Salz in der Suppe des Lebens. Oh, und ihm wird eine Lilie gereicht. Ritter Alexius begibt sich zur Königsloge, um Prinzessin Elinor die Ehre zu erweisen. Und die anderen Ritter huldigen nach alter Sitte den Damen. Ah, sieht dort Herr Dietmar, der allenthalben für sein Ungestüm bekannt ist, galant wirft der Dame seines Herzens eine Rose zu, aber doch nicht an den Kopf, Ritter Dietmar. Die Linie ist hochgezogen von Prinzessin Elinor. Ein Hoch auf Prinzessin Elinor, die hier erstmals vor aller Augen zeigt, wem ihr Herz gehört. Das Tor und heraus kommen die königlichen Fahnenschwinger.